Ja, hallihallo, hier ist Christian Schemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und auch im schönen Berlin. Habt ihr ja neue Möglichkeiten. Prenzlauer Berg im Winzviertel für persönliche Sessions. Und genau, freue mich, wenn ihr da aufschlagt. Immer, wenn ihr mich bei mir melden wollt, über support@liebeschipp.de. Auf Liebeschipp findet ihr auch meine Kurse, insbesondere die neuen Datingkurse und aber auch die ganzen Sachen gegen Bindungsangst, Verlustangst, Liebeskummer und so weiter. Ja, heute haben wir eine ganz spannende Frage von jemand, der, glaube ich, schon länger dabei ist. Ich wollte auch noch mal irgendwann Videos machen zu diesen verschiedenen Phasen in der Arbeit. Also, ja, da mache ich noch mal, glaube ich, ein extra Video zu, weil hier haben wir jemand, der jetzt ja in einer wichtigen Phase ist, die sehr irritierend sein kann, nämlich wenn man sich immer als Pluspol gesehen hat und plötzlich entdeckt man seine eigene Bindungsangst oder auch nur manchmal auch nur Reste davon oder Teile oder merkt, mit jemand, der emotional verfügbar ist, da habe ich ja auch so meine Themen mit Nähe und ja, hochgradig spannend, wie ich finde. Und wir gucken uns die Mail mal an. Hi Christian, nachdem ich gerade durch Zufall, es gibt ja bekanntlich keine Zufälle, auf das letzte Video gestoßen bin, welches du für mich gemacht hast, das Video Die Ambivalenz des Bindungsängstlern, wie stehst du dazu? Verlinke ich ja mal, habe ich es als Wink des Universums gesehen. Ich habe nämlich die letzten Wochen überlegt, ob ich dir noch einmal schreiben soll. Die Frage ist nun geklärt und ich hoffe, du kannst mir Tipps für meine jetzige Beziehungssituation geben. Wie du bereits in dem Video richtig angemerkt hattest, war mein damaliger Partner bindungsängstlich unterwegs. Ich hatte ihn fälschlicherweise als unaufgelösten Pluspol bezeichnet, da er, ups, das muss ich mal ausmachen, da er nach außen einen unglaublichen Helferkomplex hat und sich ständig regelrecht aufopfert für andere. Aber es stimmt schon, man lernt die Menschen einfach erst in der Beziehung richtig kennen. Danke auf jeden Fall für deine Antwort. Damals hast du mir wirklich sehr weitergeholfen. Nun zu meiner jetzigen Situation. So. Nach einer Datingpause, sehr gut, von fast einem halben Jahr und Arbeit an meiner Selbstliebe hatte ich im letzten Herbst wieder angefangen, mich vorsichtig umzuschauen, wer denn bereits alles so in meinem Leben ist und wollte wieder offener für meine Umwelt werden. Ich lernte jemanden kennen, der sich bereits in meinem Bekanntenkreis befand. Sehr gut. Geht ja doch. Er ist entspannt, offen, intelligent, sehr nett, witzig, attraktiv, eben ein sehr guter Kerl. Ein lieber Kerl, hoffentlich nicht. Jetzt natürlich die Frage, ist er auch in seiner Polarität? Das ist aber dazu später mehr. Daher hatte ich ihn vermutlich auch zunächst nicht auf den Schirm. Aber wir fingen an zu flirten und dann hat er sich sehr gekonnt, ein wenig mehr auf meinen Schirm gebracht. Die Datingzeit war super schön. Jedoch habe ich gleich zu Beginn wieder etwas mein Fast-Forwarding gemerkt. Gibt es auch ein Video zu. Habe ich ein wenig zum ersten Date gepusht. Ja, also das, wenn du nochmal in Dating-Situationen kommen solltest, lass die Männer die Arbeit machen. Ey. Also das ist auch Thema im Datingkurs. Wirklich, das ist nicht gut, den Männern die Arbeit da abzunehmen. Habe ihn zu mir nach Hause eingeladen, weil wir uns spontan bei einer geselligen Runde getroffen hatten. Obwohl es zwischen den geplanten Dates war, ja gut, das ist ja okay. Für ihn war es allerdings kein Problem, dass gewisse Schritte nicht nach offiziellem Datingplan abliefen. Und er hat es sehr entspannt gesehen. Okay, ja. Wir haben uns verliebt und sind dann auch zusammengekommen. Ja, soweit, so gut, würde ich sagen. Ich habe das Zusammengekommen-Gespräch damals gestartet und für uns beide hat es sich gut angefühlt. Die ersten 100 Tage verliefen absolut wunderschön. Das ist auch schon mal was. Dann kam Corona, immer diese Corona, ne? Das ist ein Mädel. Und die Zeit verlief ebenfalls sehr schön für uns ab. Okay. Wir lernen uns besser kennen und genießen die Zeit des Lockdowns eher. Oder genossen die Zeit des Lockdowns eher. Für uns hat sowohl Kompatibilität gegriffen, als auch Anziehung, als auch der richtige Zeitpunkt. Ja, du bist gut vertraut mit meinem Material. Wir können über alles reden, finden nach Diskussionen sehr schnell zueinander und an sich verlief auch die erste Zeit komplett harmonisch. Die Probleme begannen so wirklich erst ab Monat 5 bis 6, sprich die berühmte 200-Tage-Grenze. Ist ja auch so ein Video von mir, ne? Ich glaube, versuche ich auch nochmal zu verlinken. Die 200- und die 100-Tage-Grenze. Ich habe noch nie meine eigene Bindungsangst so stark wahrgenommen. Ja, das ist ja auch was, was ich bei Steffi Stahl immer ganz gut finde, dieses Konzept von passiver Bindungsangst. Das heißt, wir daten immer Bindungsängstler.
denken, ja, also an uns liegt es ja nicht, ne? Wir würden ja wollen, ne? Und dann haben wir jemanden, der tatsächlich will. Und dann ist auf einmal, oh, was ist jetzt los? Aber das ist ein ganz wichtiger Prozess und du hast da eine Phase schon mal erfolgreich abgeschlossen, denke ich. Und dann geht es eben an dieses Thema die eigenen Bindungsängste, aber das kann man erst bearbeiten, wenn man überhaupt in so eine Gelegenheit kommt und die hast du jetzt, ne? Auf einmal war zum Beispiel eine Freundin in seinem Leben, ein Dorn in meinem Auge, die nie Thema war und mit der er sich so wie immer benommen hatte. Wie aus dem Nichts war ich eifersüchtig und alle Ängste kamen hoch. Alle Ängste, ich wäre für jemanden doch nicht die Frau auf Platz 1, wie in meiner letzten Beziehung. Er ist schossen regelrecht hoch. Auch Ängste, dass er mich enttäuschen könnte und sowieso verletzen würde, kamen hoch. Und es gab etliche Situationen, bei denen ich die Beziehung, die mir eben 6 Monate überhaupt keinen Grund zum Zweifeln gegeben hatte, auf einmal fast beenden wollte. Ja, was ich hier gut finde, dass du es in diesem Falle nicht auf ihn schiebst, das wäre noch wirklich nicht fair, denke ich. Was du einfach sehen musst, ich habe jetzt nicht mal deine Vorbeziehung so im Kopf, dass man unter Umständen extrem gestresst, fast traumatisiert ist nach diesen toxischen Beziehungen und ja, bestimmte Gedankenmuster entwickelt, also jedermann ist so, es kann doch gar nicht gut gehen, vielleicht sogar auch so aus der Kindheit und könnte sein, dass das bei dir auch der Fall ist hier und ja, also du wirklich ganz aktiv diese Glaubensmuster angehen musst und abarbeiten darfst, ne? Dass alle Männer so und so sind und aber ja, das kommt manchmal hoch, ne? An Stellen, wo es nicht hochkommen sollte, mit jemandem, der es echt nicht verdient hat, so wahrscheinlich, dass man, ja, dass du so zweifelst, ne? Hört sich für mich zumindest nicht so an, als wenn er das irgendwo verdient hätte. Ich kenne ihn natürlich nicht. Die Streits wurden sehr intensiv, drehten sich häufig im Kreis. Ich habe mich überhaupt nicht wiedererkannt, habe teilweise Sachen getan und gesagt, die meine bindungsängstlichen Ex-Freunde getan und gesagt hätten und war jedes Mal danach schockiert von mir selbst. Ja, aber was für ein Erkenntnisgewinn, ne? Das ist doch, also ich finde es auf so einer übergeordneten Ebene großartig, weil, also auch damit verlässt du dieses Täter-Opfer-Muster, weil du siehst, boah, ich kann es ja auch, ne? Es ist ja nicht immer, die anderen sind die Bösen und ich bin immer die Liebe. Sondern ich habe auch, ja, sagen wir jetzt mal, Täteranteile in mir und darf die auch auflösen, genau wie meine verlustängstlichen Anteile. Er konnte teilweise nichts richtig machen, ich gab ihm überhaupt nicht die Chance dazu. Erst hat er quasi meine Gedanken nicht gelesen, was er hätte Perfektes sagen müssen. Dann, nachdem er es von mir wusste und es gesagt hatte, habe ich ihm vorgeworfen, dass er nicht selber drauf gekommen war. Okay, das ist echt gemein. Also, gemein in Anführungsstrichen. Ja. So, aber wie gut, dass du das siehst, weil ich denke, könnte mir vorstellen, bei vielen, die so handeln, sehen es nicht. Aber klar, muss es natürlich irgendwie abgestellt werden, ne? Wenn die Beziehung weiterlaufen soll. Beziehungsweise du nicht zum Täter für ihn werden willst. Ja. Absolut verrücktes und absurdes Verhalten meinerseits. Sehr oft fand ich mich auch komplett in meinem verletzten inneren Kind wieder und jedes Mal habe ich mit meinem Freund danach darüber geredet, ihm alles erklärt. Meine gestörte Seite kommuniziert, mich entschuldigt. Ja, das ist doch schon mal großartig. Mal, wir sind alle da, wo wir sind und wir können uns, wenn man sich entschuldigen kann, es ist schon so viel wert. Also jetzt, ja, also klar, es ist nicht okay und muss da irgendwie ran, aber es ist doch vielleicht auch nicht zu streng mit dir. Gerade sind wir bei einem Dreivierteljahr Beziehung und ich liebe diesen Menschen so sehr. Er liebt mich auch. Es ist fast so, als würde ich diesem Braten unsere schöne Beziehung einfach nicht trauen. Ja, und das ist genau der Sprich. Ich glaube nicht nur, dass es fast so ist. Ich glaube, es ist so. Du traust dem Braten einfach nicht. Und die Angst, dass du jemanden verlierst, der wirklich gut zu dir passt und mit dem du scheinbar, ja, okay, hört sich da an. Du hast ja auch Kompatibilität und Chemie. Das löst wahrscheinlich noch mehr Ängste aus, als mit jemandem, wo du sagst, das ist eh nichts so richtig. Ja, aber es ist einfach ein Grund, noch ein bisschen tiefer zu gehen, noch mehr diese Ängste zu verarbeiten, anzuschauen, wie auch immer du das jetzt machst. Ich lese erstmal weiter. Aber er hat mir keine wirklichen Gründe gegeben. Im Gegenteil, er ist teilweise fast zu ehrlich mit allem und erzählt mir alles, als wäre ein innerer Saboteur in mir, der in gewissen Abständen am liebsten aussteigen würde und das durch unnötigen Streit und Stress provoziert, weil er es nicht aushält, darauf zu warten, dass der Partner ihn verletzt. Ja, das sagen tatsächlich, oder ist, glaube ich, tatsächlich
Der Gedankenprozess bei vielen Bildungsängstlern, ja, der Saboteur, genau. Es gibt kleinere Themen, die natürlich auf beiden Seiten sind. Natürlich ist er nicht komplett unschuldig und baut auch manchmal Mist. Ja, ich glaube, für deinen Partner wäre es gut, er würde sich ab und zu mal abgrenzen, würde sagen, ey, komm, jetzt ich keinen Bock, da nochmal drüber zu reden, jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen und lass uns mal was Schönes machen. Also manchmal kann man auch zu viel drüber reden, so, ne? Allerdings bin ich in manchen Momenten so eine Hardcore-melodramatische Diva, dass mir selber schlecht davon wird. Also das war das Einzige, was ich denke, ob er vielleicht noch mehr an seiner männlichen Polarität sein könnte. Er ist es, glaube ich, ein ganz gutes Stück weit. Sonst wird er nicht an diesem, sonst wird es sich nicht so anfühlen, aber vielleicht könnte das manchmal noch mehr sein und dich beruhigen, runterbringen, aus dem Elefanten wie eine Mücke machen. Aber gut, du musst natürlich auch sehen, dass du dieses Ding irgendwie so ein bisschen mehr runterfährst. Wir leiden beide drunter und ich muss sagen, anstatt in meinen eigenen Garten zu schauen, habe ich ihn oft bei kleinsten Illoyalitäten vorgeworfen, die mich ebenso sehr verletzt haben in meiner Vergangenheit. Jedoch ist es in vielen unserer Streitfälle lediglich seine Angst, mit mir über seine Freundin normal zu reden, weil es eben ein aktives Pulverfass ist. Keine richtige Illoyalität in dem Sinne. Ja, gut, ihr arbeitet einfach. Ich meine, es ist ja nicht so, dass es in einer. Also, jede Beziehung ist irgendwo ein Weiterkommen mit seinen Themen. Und ich habe jetzt mal Themen, die man wirklich gut innerhalb einer Beziehung bearbeiten kann. Wo sind die Grenzen? Was ist illoyal? Was ist nicht illoyal? Und das ist manchmal auch haarig, ne? Und es gibt Sachen, die kann man besser in einer Beziehung bearbeiten. Es gibt Sachen, die kann man besser als Single bearbeiten. Er hat Angst, was Falsches zu sagen und weiß, ja, das ist zum Beispiel jetzt wieder sein Thema, ne? Und weiß bei dem Thema seine Freundin, Freundeskreis oft nicht, wie er normale Dinge ansprechen kann. Bei meiner letzten Beziehung erkannte ich bereits meine Rolle. Mein Partner war mein Vater, seine Ex meine Mutter und ich versuchte, toxisch meinen Vater zu retten. Jetzt ist es wesentlich gruseliger. Ich erkenne die Bindungsangst meiner Mutter in mir. Ich bin also meine Mutter. Das hattest du ja bereits prophezeit im letzten Video. Oh, hatte ich schon. Okay. Ach, ja. Wenn ich mal mit einem sicheren Partner zusammen bin, weiß ich erst, ob ich bindungssicher bin. So true. So viel Angst vor dem verletzt werden zu haben, dass man fast schon aus Zwang sabotiert, um Gründe zu generieren, warum diese Beziehung schlecht für einen ist und man sie verlassen sollte. Ja, das ist dieser Kritikmodus, ne, in der Bindungsangst. Im Weiteren aber zu erkennen, dass man absolut überreagiert hat und den Partner liebt. Ja, also ich würde sagen, sprecht drüber nicht zu viel, vergesst das Daten darüber nicht, verzeiht euch schnell und effektiv, das wäre auf jeden Fall schon mal gut. Diese Ambivalenz ist wirklich schlimm, was kannst du mir raten, den Kurs über Bindungsangst und Co-Abhängigkeit, Modul 4 ist das auf Liebeschip, habe ich bereits damals noch aus der Zeit der Co-Abhängigkeit heraus mir besorgt. Dass es sich um meine Bindungsangst handeln könnte, darauf bin ich wahnsinnig spät gekommen. Ja, also wenn du den länger nicht angeguckt hast, würde ich ihn jetzt mit diesen neuen Erkenntnissen nochmal angucken, weil wirklich zu gucken, wann hast du diese Momente und hast du da, geht es da wirklich nur um deine Schmerzpunkte, die angeschaut werden wollen und ausgehalten werden wollen, vielleicht ohne, dass du so ein bisschen biestig wirst. Oder bist du vielleicht schon über deine Grenzen gegangen und du brauchst einfach mal einen Tag ohne ihn. Du hast deine Abstandswünsche, die du vielleicht gar nicht so richtig wahrnehmen kannst, vielleicht nicht richtig ausgelebt. Das ist ja Thema in dem Kurs. Da würde ich nochmal reingucken. Und ansonsten habe ich für diese Phase der Umprogrammierung des Liebeschips ist da auch der Pro-Kurs gut. Ne? Den verlinke ich auch nochmal. Den gibt es nicht immer, wo es eigentlich genau auch eigene Täteranteile geht und solche Geschichten. Also Täter jetzt in Anführungsstrichen, aber wisst schon, was ich meine. Ich habe es bereits mit ihm kommuniziert. Ich habe auch Angst, ihn ironischerweise dadurch zu verlieren, wenn ich so weitermache. Ja, das ist die Ambivalenz. Einerseits hast du Angst, ihn zu verlieren und manchmal hoffst du vielleicht, dass du verlierst ihn, weil du dann aus dieser dich damit nicht auseinandersetzen musst. Aber das ist, du kannst dem Thema sowieso nicht entfliehen. Also hättest du es mit dem nächsten Partner, würdest du da wieder weitermachen. Also aber redet euch nicht die Köpfe heiß. Also macht, wie gesagt, macht nicht so eine Therapiebeziehung. Also Hangout, have fun, hook up, kehrt immer wieder zu den Basics zurück. Wäre so mein Tipp auf jeden Fall.
Ich denke, er ist wirklich ein guter Fang und wenn überhaupt manchmal etwas überfordert mit der Gesamtsituation. Er hatte eine glückliche Kindheit und so glaube ich an sicheres Bindungsmuster. Er lernt immer mehr dazu, wie man in welchem Moment mit mir umzugehen hat. Also erstmal Glückwunsch dazu, dass du so einen Partner angezogen hast. Gute Arbeit. Wir haben auch Notfallpläne, falls ich merke, ich bin ins innere Kind gerutscht und er kann mir gerade nicht helfen. Ja, er sollte möglichst nicht so Retterthemen mit dir ausleben, das wäre wirklich gut. Damit er nicht unnötig in die Schussbahn gerät, haben wir abgemacht, dass er die Situation verlässt und ich meine kleine Natascha beruhige und dann auf ihn wieder zugehe zum Beispiel. Ich lerne auch immer mehr über mich selber, habe auch verstanden, dass ich mich in vielen Situationen im inneren Kind befunden habe, trotzig, gemein, beleidigt wie ein Kleinkind eben. Ja, schick dein Kleinkind aber auch mal auf den Beifahrersitz oder auf den Hintersitz und sag mal, so jetzt steuert aber mal hier mein Erwachsenes sich. Also mach daraus jetzt nicht so ein, so, ja, ich kann nochmal sagen, nicht so eine Therapiebeziehung so. Wie kann ich für mich filtern, ob es Bindungsangst ist und ich überreagiere oder ob die Probleme, die ich sehe, wirklich Probleme sind? Also ich sehe keine richtigen Probleme bisher. Gut, das ist natürlich nur eine Mail. Natürlich kannst du da auch nochmal, gegebenenfalls in Sessions gehen oder für dich da vor Ort was machen. Aber ich kann aus dieser Mail jetzt, das ist natürlich immer manchmal schwierig mit Mails, aber hört sich hier schon so an, als wenn es viel Bindungsangst ist, also hast du es ja auch gut begründet und ja, es kann schon sein, dass er da jetzt auch manchmal, also mein Bauchgefühl sagt mir, dass er einfach nur manchmal, weiß ich nicht, zu viel auf deine Einladung zu reden eingeht. Das kann man ja auch zu viel machen. Und nicht zurück zu den Basic-Coms, Hangout, have fun, hook up, also dass ihr rausgehen, Spaß haben, körperlich werden. Also ist mir ein bisschen zu viel Drama und also muss immer wieder dein inneres Kind, das ist ja auch vorbei, ne? Ist natürlich jetzt aktiv, verstehe ich auch. Aber ja, also lebe es nicht so aus, ne? Und wenn du diese, ja, kann ich auch immer mal probieren mit Meditieren oder so, also wie du, wäre schon gut, du würdest dieses, ist immer das sofort ausleben und da sofort reingehen oder Tagebuch schreiben, dass du dir noch mehr auf die Spur kommst. Wäre schon gut, würdest das, also nicht so schnell ins Handeln gehen, ne? Und gucken, ob du nicht mehr Raum brauchst für dich, so. Ja, ich freue mich sehr auf das Video. Vielen Dank für deinen Rat und tausend Dank für deine Arbeit. Ich wusste nicht, wo ich ohne sie heute wäre. Viele Grüße, Natascha. Ja, wenn ihr auch solche Fragen beantwortet haben wollt, geht über ein Formular auf liebeschipp.de, beziehungsweise gibt es da auch so ein Angebot. Und jetzt habe ich auch genug gequatscht und wir werden das mal wiedersehen.